Ohne ihre farbenfrohe Belegschaft, die Stammgäste und die Touristen, wirkt die Union mehr nur als leer. Die vordere Bar und die Lounge sind mit der Ausnahme von ein paar Reinigungskräften vollkommen verlassen. Was ist denn los hier? Sieht wirklich aus wie ausgekehrt hier. So, ich habe jetzt ein bisschen Blut, ne, als Probe. Wer könnte das analysieren? Ich habe keine Ahnung. Wer ist hier der andere? Was? Mrs. Kubota ist im Hinterzimmer. Ja, dann soll ich mal fragen. Weil die kann es auf alle Fälle nicht analysieren. Hey, ich habe hier gerade erst gefickt. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe meine Schuhe abgeputzt. Ich habe sie abgeputzt. Hier ist aber was los. Was? Gathered around in Mrs. Kubota and Cuttery Gator for breakfast. Die machen Frühstück with the lady herself. Du selbst kochen. Das stinkt. Nee, es riecht nach Soykaff, also nach Kaffee irgendwie. Und something resembling. Und Würstchen. Also, ja, die tun Würstchen essen mit Kaffee und also praktisch englisches Frühstück. Gut. Ach, ich möchte erstmal wieder Mr. Kluber, der ist cool. Den mag ich. Na, guten Abend. Was erzählen sich die Leute so, Mr. Kluber? Es wird immer noch über die Rippermorde geredet. Einige Leute sagen, es sei ein Verbrechen aus Rassenhass, da alle Opfer Menschen waren. Was ist, wenn ich sage, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um einen Elf und einen Troll handelt? Das heißt ja trotzdem nicht, dass die Morde rassistisch motiviert sind. Wieso? Verstehe ich nicht. Die Leute sind einfach viel zu schnell bereit, ein Verbrechen aus Hass zu nennen. Sieh dir mal die letzte Volkszählung an. Die Stadtbevölkerung besteht immer noch zu 66% aus Menschen. Wenn du einen Stein in die Menge wirfst, triffst du immer noch höchstwahrscheinlich einen Menschen. Das macht es nicht zu einem Hassverbrechen. Es ist dennoch ein Verbrechen und das sollte genug sein. Jo, das ist... So, wohl wahr. Es ist das erste Mal, dass ich Mr. Kluge wütend gesehen habe. Doch mit einer Bewegung seiner großen Schultern und einem sorgsamen Glattstreichen seines Anzuges fasst er sich wie... Ach Mann, schade. Könntet ihr doch sagen, zum Beispiel Mr. Kluge wirkt jetzt wütend. Dann hätte ich das auch so... Schade. Keine Sorge, ich werde nicht anfangen, Steine zu werfen. Ich würde nicht das Stereotype stärken wollen. Aber beinahe ist es gemacht. Ich lasse dich dann mal wieder an die Arbeit gehen. Okay. So, Mrs. Sag mal, war eigentlich jetzt das Klavier? Oh ja, oh ja. Hättest du Interesse an... verzeih mir. Aber du siehst furchtbar aus. Danke. Das ist genau die Begrüßung, die ich mir erhofft habe. Das ist... Ne? Das ist ja sowas. Es geht einem schlecht, ne? Also ich sag mal so. Es geht einem schlecht. Und dann kommt man so. Was weiß ich, es geht einem wirklich nicht so gut, ne? Also. Und dann kommt man so hin und jemand trifft einen, der einen kennt und sagt, oh, du siehst scheiße aus, ne? Ich meine, das rettet den Tag, oder? Das rettet. Also, mit so einer Begrüßung rettet es den Tag für dich. Da bist du gleich happy. Du siehst ja total scheiße aus. Ja, danke. Sie mustert mich ausgiebig und nimmt Notiz von den Zeichen meiner nächtlichen Aktivitäten. Sie nickt. Jeder Ran, von dem man wieder zurückkehrt, ist ein guter Ran. Jo, das habe ich gehört. Ja, das sehe ich genau. Es ist schön, in einem Stück wieder hier zu sein. Es ist gut, dass du wieder hier bist. Ich merke schon, da du hast einiges erlebt. Und ich sehe an deinen Augen, dass es etwas gibt, das du unbedingt brauchst. Hat es etwas mit dem Ripper zu tun? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Wir haben DNA-Spur gefunden. Wir bräuchten deine Hilfe, sie zu analysieren. Das sind mal gute Neuigkeiten. Ich werde das Piano entsperren, damit du nach unten gehen kannst. Na Gott sei Dank. Ich bin mir sicher, irgendjemand im Unterschlupf würde helfen können. Natürlich vorausgesetzt, es ist überhaupt jemand wach. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass du die Matrix betreten wirst, bevor der Tag vorüber ist. Was für Matrix? Wie? Wo?
Matrix, der Film war übrigens super, ne? Ich fand aber, dass sie nach dem ersten Teil hätten Schluss machen sollen. Der zweite und dritte Teil ist auch nicht schlecht. Aber ich finde einfach. Danke. Ach nee, könnte ich vielleicht ein Würstchen haben? Nimm sie alle. Wo sind meine Würstchen? So, wo sind meine Würstchen? 17, ja, dann können wir uns hier noch was leisten. Ne? So, jetzt geht's rund hier. Ausweichen haben wir gesagt, bräuchte mal ein bisschen was. Ach nee, haben wir noch. Wo können wir denn das jetzt erhöhen hier? Ach, bei der Schnelligkeit. Legt die Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, dann mach doch. Wir hätten jetzt noch vier übrig und die werden wir in Ausweichen stecken. Und da müssen wir mal wieder irgendwelche Fernkampfwaffen stärken. Was haben wir denn? Wir haben, unser Team ist schon wieder aufgelöst, oder was? Das war's, oder wie? Muss ich die jedes Mal neu kaufen? Oder die haben Schweinegeld gekostet. So, mein Freund David. David, morgen. Du siehst aus, als hättest du die Nacht durchgemacht. Ja, ist ja nun gut. Du siehst auch nicht gerade aus, als hättest du Däumchen gedreht, ne? Wo ist Doc Castle? Ach ja. Wo ist denn Doc Castle? Schläft, nehme ich an. Brauchst du ein Medikit oder so? Ich bräuchte eigentlich nur jemanden, der eine DNA-Probe für mich analysiert. Die Ausrüstung von Doc Castle ist eigentlich nicht wirklich dafür geeignet. Denkt eine Weile nach. Aber ich könnte einen Halbleiter-Chip nehmen. Mit einem Spannungswechsler könnte er DNA dekodieren anstelle von Licht. Damit können wir uns die Verwendung von extrem teurer Ausrüstung sparen, die wir sonst benötigen würden. Seine Miene erhellt sich. Ich habe gerade erst einen Artikel darüber gelesen. Die Informationen sind also noch frisch in meinem Gedächtnis. Ehrlich gesagt, sollte es ziemlich einfach sein. Na, was willst du darüber wissen? Die Identität des Besitzers wäre schön. Oh, das geht über meinen Fähigkeiten hinaus. Alles, was ich in Erfahrung bringen kann, ist die Sequenz des genetischen Codes. An dieser Stelle komme ich ins Spiel. David, wenn du mir diese Codesequenz verschaffen kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihren Besitzer über einen Matrix-RAN aufspüren können. Na, okay, ich mach mich dran. Gib mir die DNA, die du getestet haben willst. Na dann hier, bitte. Gedwin, wenn David mir die Sequenz gibt, schalte ich mich ein und helfe dir dabei, die Blutprobe zurück zu ihrer Quelle zu verfolgen. Ja, danke, Leute. Wenn das funktioniert, könnten wir vielleicht sogar diesen blöden Ripper finden. Was? Kein Dreck? Er wendet sich aufgeregt an Johnny. Hey, wach auf, Johnny Lyon. Du hast Arbeit zu erledigen. Und Gedwin, wenn du irgendwelche Ausrüstung brauchst, du findest mich hier. Ach, ich fühle mich jetzt richtig wach. Wir treffen uns bei meinem Rig, Gedwin. So, wir haben erstmal nothing. Gut. So, wir schauen mal, was hatte der? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ach so. Nee, sowas haben wir nicht. Wir sind kein Decker. Klingt so blöd, ne? Klingt so wie. Ja, ihr wisst. So von Bullen und Zuchtpferden. Ach, von Gras. Hallo? Da unten bist du. Ich hatte mich auf etwas Ruhe und Frieden gefreut.
Na, hast du was für mich? Ja, ich habe einen Flugschreiber. Nicht zufällig ein Ares-Flugschreiber, oder? Einige gut betuchte Käufer suchen gerade danach. Ich kann ihn für dich loswerden. Sagen wir 20%. Dann bleiben noch 2000 für dich. Oh Mann, ich will. Abgemacht. Ah, freut mich immer, mit dir Geschäfte zu machen. Sag mal, ist hier niemand mehr, der irgendwas verkauft? Die sind, die schlafen alle, oder was? Na dann, Johnny, ich bin da. Ich komme. Also, dank des auf Halbleiter basierenden Systems zur Gensequenzierung, das David entwickelt hat, sollten wir die nötigen Informationen haben, um den Ripper in der Matrix zu finden. Ich bin wirklich beeindruckt von den Ergebnissen, besonders wenn man bedenkt, dass es der erste Versuch war, dass er eine noch nie verwendete Technik eingesetzt hat, von der aus, und er hat es nur aus einem Fachartikel erfahren. Und dass er alles aus dem Gedächtnis unter großem Schlafentzug zusammengebastelt hat. Ja, das ist wunderbar, Professor. Wie lautet jetzt der Plan? Zuerst knacken wir einmal die DNA-Datenbank von Lone Star, um herauszufinden, ob unser Spender ein Vorstrafenregister hat. Die haben ausgiebige DNA-Archive. Dann machen wir uns mit dem Ergebnis auf die Suche. Machen wir die Decks bereit und klinken uns in die Matrix ein. Ich komme ganz einfach in ihr privates Gitter, aber ich muss dich warnen. Wenn wir drin sind, könnte es etwas ungemütlich werden. Wie viel Erfahrung hast du als Decker? Ich hab null. Null Erfahrung. Aha, ja, das ist toll. Also ich habe hier ein Trodden-Netz. Es ist ein Stirnband, mit dem du mir in der Matrix folgen kannst. Du hörst und siehst dabei alles, was ich tue. Aha. 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 Und das habe ich jetzt, ne? Alles perfekt, oder? Ich bestätige das jetzt. So, wir sind drin. Deine Synapsen oder meine Synapsen gehen auf Hochtouren, als mein Geist in die digitale Welt eintaucht. Obwohl ich nicht eingestöpselt bin wie Johnny, ist das Gefühl überwältigend und elektrisierend. Ich kann nur erahnen, was es, wie es sich für ihn anfühlen muss. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf auf die Matrix. Ich sag's, wie es ist. F5. Darauf bin ich jetzt erstmal scharf. So, ich. So. Dieser Bogen führt uns zum nächsten Knotenpunkt. Dann los. Aha. Oh mein Gott, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Was kann ich denn jetzt hier? Was soll denn das alles? Ne, das ist nicht schön. Oder? Und das? Heilen? Ist das? Ne, halt. Ich muss doch erstmal sehen, was es ist. Erhöhe die Trefferchance. Ein starkes Angriffsprogramm. Ja, warum nicht? Hier, bitteschön. Was ist denn das hier? Schafft ein Angriffsexperten-Systemsprogramm. Puh, keine Ahnung. Schieß erst mal so nochmal drauf. Super, dass du verfehlt hast. 50 war nicht schlecht. So, mach jetzt erst mal den hier hinüber. Gut. So, pass auf. Der sieht gefährlich aus hier. Den müssen wir so schnell wie möglich reduzieren. Die Alarmstufe. Wir haben gar keine Alarmstufe. Erhöhe die Trefferchance. Was ist denn hiermit? Angriffs.
Hier. Okay. Okay. Fein. Mhm. Na, dann machen wir nachher eine Mühe, ne? Können wir wieder? Hier? Ein starkes Angriffsprogramm, ne? Zack. Zack! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich. IC erledigt. Mal schauen, ob die Fingerabdrücke übereinstimmen. Oh. Wir schauen mal hin, oder? Was kannst denn du jetzt hier noch? So, dann los. Gehackt. DNA Übereinstimmung 100%. Lone Star. Subjekt Silas Forsberg. Silas Forsberg. Wir schreiben es uns mal auf, obwohl es natürlich wieder Quatsch ist, ne? Aber das kommt aus meinen Zeiten, als ich noch so alte Spiele gespielt habe. Verstorben. Ist ja blöd, oder? Chirurgischer Helfer beim Ausschlachter. Das würde aber passen, ne? Aber wenn er verstorben ist? Hm. Vorstrafen, Hausfriedensbruch, aha, zwei Anklagungen, der Erregung öffentlichen Ärgernisses, ein Anklagung, wurde wegen des Verdachts auf illegale Schönheitschirurgie verhört. Würde komplett passen, nur Status verstorben ist ein bisschen blöd. Hm, eine hundertprozentige Übereinstimmung mit einem Toten? Tja, dann suchen wir mal weiter, ne? So, wir nehmen jetzt mal den hier. Hätten wir jetzt noch weiter hier rüber gekommen? So, ist hier irgendwie noch... Aha, hier. Warte. Quatsch. Oh Gott. Möchte ich jetzt wirklich... Mitschleffen. Was? Noch zwei Treffer für den Namen Forsberg. Da drüben ist noch einer. Verfehlt. Danke. Hat der eigentlich. So, du kannst schon mal hin. Kommst du ab da hin? Kommst du da nicht hin? So, das ist wahrscheinlich wieder aufgeladen. Na dann los. Batsch. So, dann kannst du mal hier schauen. So, gehackt. Autopsiebericht. Lone Star. Silas Forsberg. Anmerkung: Das Subjekt wurde mit einer von einem halben Dutzend verschiedener Beruhigungsmittel verursachten Überdosis aufgefunden. Zudem wurden mehrere Antidepressiva in seinem Blutkreislauf nachgewiesen. Das Gesicht war womöglich durch das Subjekt selbst verunstaltet. Aufgrund dieser Verunstaltung konnte die Identität erst nach einiger Zeit durch ein Odontogramm festgestellt werden. Keine Angehörigen. Habe ich noch nie gehört davon. Odontogramm. Hm. Am ganzen Körper wurden mehrere, womöglich durch große chirurgische Nadeln verursachte Stichwunden entdeckt. Der Körper befand sich bereits in einem Verwesungsstadium von mehreren Wochen, als der Vermieter den Geruch bemerkte und die Polizei rief. Hm. Es wird irgendwie immer seltsamer. Na dann los. Gehen wir ins Letzte hoffentlich. So, gehen wir durch. Und hier durch. So, wir haben hier keine Deckung. Doch hier. So, dann geh du auch mal da durch.
Dann Schaden. Wom. Und Tod. Aber noch was? Achso, da können wir wieder das hier machen. Ach nee, das können wir ja nicht, das haben wir ja schon. Aufladezahlen erhöht die Trefferchance. Oh ne, ja, ja doch. Bei dem hier, ne? Ne, dann nicht. Dann mach einfach weiter. So, du könntest mal zur Unterstützung hier herbeieilen. Und hier. Super. Machst du. Oh, der erste Schaden. Ja. Ja. Jo. Ja. Da können wir wieder. Ja, da machen wir. Na. Treffen wir's. Ja. Damit ist der dahin. Und ich glaube, den kriegen wir auch ganz schnell. So. So, kann dir auch. Gehackte Nachrichten. Newsletter. Zurück zum Thema. Silas Forsberg. Der Leichnam von Silas Forsberg, dem chirurgischen Assistenten eines Ausschlachters, wurde Anfang dieser Woche in einer Wohnung in Snohomish aufgefunden. Der Tote lag dort schon seit mindestens einem Monat, bis Forsbergs Vermieter der Gestank auffiel und er die Behörden benachrichtigte. Vertreter von Lone Star haben eine Erklärung abgegeben, in der Forsbergs Tod als Selbstmord deklariert wurde. Laut den Berichten bedeckte eine Vielzahl von Stichwunden seinen Körper. Als Todesursache wurde eine Überdosis von Antistressmedikamenten und Beruhigungsmitteln festgestellt. Der Arbeitgeber des Toten bezeichnete ihn als engagierten Mitarbeiter, der gelegentlich an Depressionen litt. Es konnten keine Angehörigen ermittelt werden, aber der dem Fall zugewiesene Anwalt fand einige Wochen zuvor ein niedergeschriebenes Testament, mit dem Forsberg all seinen Besitz seinem Psychiater vermachte. Die Identität des Psychiaters wurde aus Gründen der Privatsphäre nicht veröffentlicht. Und wieder endet hier ein Leben auf tragische Weise, wie es hier in den Sprawls nur allzu häufig geschieht. Ja, so sind die Nachrichtensprecher. Das könnte doch etwas sein, womit man arbeiten kann. Treffen wir uns am besten wieder in der Fleischwelt. So, ich habe nichts dagegen. Also, Folgendes wissen wir jetzt. Unsere DNA-Spur führt uns zu einem toten Mann, dessen Tod niemals geklärt wurde. Er hat als Ausschlachter gearbeitet, was zu den lebenden Typen passt, den du getroffen hast. Aha. Laut dem Usenet hat er sein ganzes Hab und Gut seinem Psychiater überlassen. Wenn wir herausfinden, wer sein Psychiater war, hilft uns das vielleicht weiter. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ich würde sagen, wir decken uns in den Akten der Ärztekammer ein und verfolgen die Spur zu diesem Arzt zurück. Bist du dabei? La, ja, ja! Nein. Ich mach mal eine kleine Pause. Sag mal, wieso bin ich denn immerzu hier im... Das war doch sonst nicht, oder? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder im Modus da? Kommen wir da wieder raus? Ach, nee. Wie komme ich denn? Ach, da kann man nur das ausblenden und einblenden, ne? Quatsch, oder? Verstehe ich nicht. Na gut. Speichern. Und für heute tschüss. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist es ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Ja, keine Frage.